So, guten Morgen, guten Mittag, guten Abend, wie auch immer. Allerseits, wir fahren jetzt zum IKEA. Und gucken mal nach ein bisschen Einrichtung für unser Auto, weil das ja hier hinten dann bald unser neues Zuhause ist. Und ja, wir gucken so ein bisschen nach Kissen und Brettern und Bettbezüge brauchen wir auch und Bettsachen und sowas. Und ja, da gehen wir jetzt ein bisschen gucken. Und ja, und es gibt ein IKEA in Australien. Wir sind jetzt das erste Mal auf einer australischen Autobahn und ratet mal, wie schnell man hier fahren darf. Und wenn man es Autobahn nennen kann. 100. Super schnell auf jeden Fall. In Deutschland fahre ich so schnell, wenn ich auf die Autobahn auffahre. Aber gut. Ja, hier haben wir nochmal ein Schild als Beweis. 100. Auf gar keinen Fall schneller. Dafür sind die Autobahnen in Deutschland nicht so schön wie die hier. Ich meine, guckt euch mal den Ausblick an. Ja, sind gerade zwar ein paar. Okay, aber ich denke, man sieht es ein bisschen. Da ist City. Ja. Und irgendwie überholt man hier auch auf beiden Seiten. Also ich bin jetzt hier gerade in der Mitte und die überholen mich rechts und links. Aber ich fahre schon 100. Oh, 80. 80. Jetzt nur noch 80. Tja, so ist das halt. Wir sind da und er ist wirklich noch größer als unserer und ist auch ein bisschen sonniger als bei uns. Aha. Naja, halt alles anders als bei uns. Außer die IKEA. Mal gucken, ob die Preise hier auch so horrend sind wie ja, bei dem anderen Zeug. Achtung, jetzt das Beste. Erstmal Stifte klauen. Wie immer, auch in Deutschland. Hier auch. Ohne Shoppinglist. Sehr gut. Los geht's. Die Leute hier tragen die gleichen hässlichen T-Shirts. Reden zwar eine andere Sprache, aber alles andere ist gleich. Also dasselbe hässliche Zeug wie beim deutschen IKEA. Wieder super positiv ist er heute. Rack 29, Sack 15. Schreib mal auf, Stuhl. Ja, Stühle brauchen wir nämlich auch. Die können wir aber erst kaufen eigentlich, wenn wir einen Roof Rack haben, weil ohne Roof Rack bringen uns auch Stühle nichts. Weil wir müssten mal die Stühle auch irgendwo lagern dann. Jetzt kurz was für die Shisha-Liebhaber. Hier dieser Kochtopfdeckel, den habe ich in Deutschland immer benutzt als Kohleteller von meiner Shisha. Also das heißt immer ein paar Mal. Ganz lustig auf jeden Fall, dass es das hier auch gibt. Aber es ist hier ein bisschen teurer als bei uns. Aber naja, wir sind jetzt gerade auf der Suche nach ein bisschen Pfannen und so, haben auch da vorne Pfannen. Die sehen qualitativ relativ schlecht aus, aber egal, wir haben sie mal genommen. Mehr als braten muss es ja nicht. Wir haben jetzt erstmal alles. Also jetzt erstmal so alles, was wir vorerst brauchen. Wir werden auch nochmal herkommen dann, denke ich mal. Aber jetzt für heute haben wir alles. Hier ist jetzt nochmal krasser. Ich meine, deutscher IKEA ist ja schon groß, aber das ist jetzt richtig geil. Und hier sind jetzt auch ein paar unterschiedliche Sachen. Es gibt wohl mehrere Hallen hier. Ich hab's gerade erst angemacht. Ich weiß, ich wollte dir noch was sagen. Ja, wir haben alles. Der ist ein bisschen klein, finde ich. Es war jetzt echt um einiges billiger, als wir erwartet haben. Es hat nur 100 Dollar gekostet, das sind ungefähr 65 Euro. Das ist echt okay für den ganzen Stuff hier. Und ich fahre mir jetzt erstmal hier so einen Hotdog rein. Yeah. Nimm mal bitte die kurzen. Was? Nimm mal die beiden bitte kurz. Das fallen hier runter. Was soll ich mit denen machen? Hier ist mein Hotdog. In der Innenstadt von Perth sind wir auf der Suche nach einem Shisha-Laden, beziehungsweise wir wissen, dass hier einer ist, müssen jetzt nur noch finden. Weil mal wieder eine Pfeife rauchen wäre nice, deswegen suchen wir jetzt hier gerade mal. Also wir haben schon eben, als wir vorbeigefahren sind, gesehen, dass hier schon Shisha steht. Da vorne steht es auch. Ja, aber das ist rot, aber naja, okay, laufen wir halt trotzdem. Das ist schon mal hier Shisha-Bar. Gucken wir mal nach dem Laden. Den Shisha-Laden haben wir nicht gefunden, aber naja, vielleicht
Sonst hat sie mal bei Facebook geschrieben, vielleicht antworten die mir ja. Und mal sehen, was sie jetzt machen, wissen wir nicht so genau. Also eigentlich wissen sie es gar nicht. Aber mal schauen. Wir wollen jetzt noch kurz einkaufen und gehen jetzt zurück, chillen dann zu Hause, gucken ein bisschen bei Gumtree nach Roof Racks und was wir sonst noch so brauchen. Eine Matratze brauchen wir auch von Gumtree. Und dann essen wir auch schon wieder. Und ja. Ist der Tag schon wieder vorbei? Ja, es ist immer so schnell hier rum, ich weiß auch nicht so ganz, warum das so ist.